La gente. So, Spargel in Paraguay ist jetzt nicht so das Gemüse, was verkauft wird. Es gibt ihn in Gläsern und ab und zu auch mal frisch. Das Kilo wird hier für 120.000 Guarani, sind umgerechnet 12 Euro, verkauft. Nach dem heutigen Kurs. Deswegen habe ich mir gesagt, nehme ich mal ein paar Samen aus Deutschland mit und sehe mir selber welchen an. Und das ist das Ergebnis. Gucken wir hier drunter. Ich hatte genau 40 Samen im letzten paraguayischen Frühling ausgesät in Säcken. Hab sie dann im Herbst rausgepflanzt. Jetzt ist wieder Herbst und so sieht er heute aus. Ich denke, nächstes Jahr im Frühling, das heißt im Ende Oktober, werden wir das erste Mal ernten können. An diesem Spargel hatten wir dieses Jahr auch schon Saat. Hier sieht man die kleinen Kullern. Die müssen rot werden. Und dann sind in den Murmeln mal so 3-4 Samen drin. Die habe ich dann, haben wir hier noch irgendwo eine, die fertig ist? Nee. Die habe ich dann jedenfalls ausgepult, trocknen lassen kurz und dann ins Gefrierfach gelegt. 14 Tage bei minus 18 Grad. Hier ist das Spargelbeet, das nächste schon am Ausstechen, am Ausheben, wo dann die Pflänzchen, die jetzt alle kommen, zeige ich euch, dann eingebracht werden. Weil ich habe zwar jetzt 40 Pflanzen, die reichen für uns zwei, als normaler Esser reichen die aus, aber ich esse ja sehr gerne Spargel, also müssen noch ein paar mehr ran. Ich habe jetzt 60 eigene Samen ausgesät. Und da kommen sie. Die ersten sind nach 14 Tagen gekommen. Mittlerweile sind es 3, 4, 5 Wochen her. Mittlerweile ist es 5 Wochen her, dass ich sie ausgesät habe. Und es kommen immer noch welche. Ich habe jetzt also zusätzlich nochmal 55 sind es jetzt schon, Spargelsamen aus eigener Anzucht. Sieht man da, kommt da. Und es ist ein Grünspargel, den brauche ich also nicht anhöveln, ich bin ja ein bisschen faul. Und der kommt dann nächstes Jahr, also in einem guten halben Jahr, kommt der dann in die Erde. So, also spargelfrei, würde ich mal sagen.